Yes, Roblox, ich mach grad ein Video. Yes, es ist Roblox. Kann man nur aufbauen, das warte. Angst oder Ausschluss oder Einbeziehen, wo wir an sowas. Jetzt sollte man nichts mehr hören. Hilde, wo ist er? Unsere Reise zeigt, es gibt kein Patentrezept, wie man im Streit um Corona miteinander umgeht. Meine jüngste Schwester wollte in diesem Film übrigens nicht mitwirken. Das ist vielleicht auch gut so. Wir versuchen inzwischen das Thema Corona zu vermeiden. Meistens. Wo ist der überhaupt? Ach du! Es gibt nicht Corona, die Leute wollen, die Regierung wollen uns beherrschen wahrscheinlich, ne? Da vorne ist er irgendwo. Da müssen wir hin. 24. Mehr Informationen. Hä? Wo ist der Schuh? Kamera an Bord eines russischen Versorgungsschiffs in der Ostsee. Am 20. Februar 2021 um 4.33 Uhr morgens rammt ein polnisches Fischerboot dieses Begleitschiff der russischen Fortuna. Sie verlegt die Parkline Nord Stream 2. Ein Unfall oder eine Attacke? Die von der russischen Nachrichtenagentur RIA Novosti veröffentlichten Bilder zeigen auch Überflüge polnischer Militärflugzeuge, die in geringer Höhe offenbar die Verlegung der Gasrohre der Parkline beobachten. Immer wieder tauchen Flugzeuge oder auch Schiffe in der Nähe der Verlegung auf. Ein Zufall? Wohl kaum. Denn im erbitterten Streit um die Pipeline Nord Stream 2 wird mit harten Bandagen gekämpft und Polen gehört zu den Gegnern des Projekts. Ein Jahr lang ruhte die Weiterentwicklung, den an der Arbeit beteiligten Firmen drohten die USA mit harten und existenzgefährdenden Sanktionen. Die Schweizer Verlegeschiffe des Unternehmens Allseas mussten kapitulieren und drehten am Ende ab. Hä? Warum rennen die weg? So etwas wie ein neuer Kalter Krieg. Ein Symbol für den Kampf um politische Macht. Dabei sollte eigentlich nur die Gasversorgung zwischen Russland und Deutschland verbessern. Darum geht es längst nicht mehr. Über 1200 Kilometer führt die von der russischen Nawabucht ins Deutschland. Was wollt ihr? Und folgt damit den großen Teilen der älteren Nord Stream 1. Okay, der ja. Widerstand der US-Regierung war seit Beginn massiv, nicht nur bei den Republikanern. Geh ich halt mit. Der texanische Senator Ted Cruz gehört zu den Wortführern der Gegner und schimpft darüber, dass die gemeinsame Ablehnung der Pipeline seit der Amtsübernahme Bidens bröckelt. Angela Merkel unterstützt das Projekt weiterhin. Ich sage heute, dass die Sanktionen. Warum ist der Himmel schwarz? Noch nicht dahin, oh, geiler Fernseher. Hä? Das Projekt Nord Stream 2 wurde wie sieht der von hier deutsch-amerikanischen Verhältnis. Nord Stream 2 war von ich verstehe es nicht. Geopolitisches Projekt. Und die Einschätzung Russlands auf diesem Gebiet hat sich im Westen mit der Destabilisierung der Ukraine. Das war es auf jeden Fall mal komplett. Schon in der Planung war die Pipeline. Denn jetzt ging es darum, Abhängigkeit Europas. Ich denke, die werden nicht gespawnt. Da fehlen ein paar Spawner. Und dafür zu sorgen, dass Russland keine finanziellen Vorteile aus dem Verkauf seiner Ressourcen zieht. Beruhigen die idyllische Inseln in der Ostsee. Ein Ort zum Ferienmachen, ein Ort der Entspannung. Doch im Hafen von Sassnitz tut der neue Kalter Krieg. Stein des Anstoßes ist dieses Schiff, die Akademik Tscherski. Anfang Februar 2020 verlässt das russische Verlegeschiff seinen Heimathafen im 11.000 Kilometer entfernten Nachotka im fernen Osten und trifft Anfang Mai da, auf Hunde. Was? Das Schiff wird seitdem umgebaut, um die Pipeline Nord Stream 2 zu verlegen.
Eigentlich sollte die Pipeline zwischen Russland und dem deutschen Lubmin Ende 2019 bereits fertig sein. Der ist aus Decay. Das Schweizer Spezialschiff Solitaire muss die Verlegung beenden. Es drohen Sanktionen. US-Präsident Trump, immer Gegner von Nord Stream 2, droht den Schweizern mit wirtschaftlicher Folge. Der ist schneller! Finn schickt Russland das eigene Schiff, die Akademik Tscherski, für den Weiterbau, doch die USA lassen nicht locker. Drei Senatoren drohen nun dem Hafen Sachsen. Ja, das war's auf jeden Fall für mich. Und ich bin das.